Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von My Time at Pantora. Pantoria. Das ist fast verpasst. So, wir haben ein neues, Tag 3. Hintergrund ist ganz einfach, dass ich beim letzten Mal das Spiel beendet habe und nur wenn man schläft, speichert er. Von daher musste ich alles nochmal neu machen und habe kein Holz gefunden. Und die Energie war auf, als ich Holz gefunden hatte und musste dann erstmal schlafen. So, jetzt haben wir vom Rathaus einen Brief. Hallo neue Handwerker, wir möchten dich daran erinnern, dass es Pantoria zurzeit 2 autorisierte Ruinen gibt, in der du tauchen kannst. Die verlassene Ruine 1 und die Kirche des Lichts und eine gefahrvolle Ruine im zerfallenen Odland östlich der Stadt. Zu deiner eigenen Sicherheit sind alle anderen Ruinen zurzeit nicht zugänglich. Danke, Rat aus Pretoria. Ne, ihr seht da Tag 3, Monat 1, Jahr 1. Aber wir haben es trotzdem noch beide Werkzeuge und machen uns mal auf den Weg jetzt zur Handwerksprüfung. Ich hoffe, es war nicht zu spät. Ja, ist noch raus so. Wir können auch über I, haben wir ja hier oben die Mission. Belohnung. Baue eine Axt und eine Spitzhacke und zeig sie Presley als Teil der Handwerksprüfung, okay? Müssen wir ihn nur noch finden. Gucken wir mal, aber hier oben ist der Presley. Presley! Oben ist er schon mal nicht. Dann bestimmt draußen suchen. Mal von finden, Presley. Irgendwo wird er mit Sicherheit sein. So groß ist die Stadt ja auch wieder nicht. Ist ja sogar weiter. Presley? Ne, ist Russo. Nur Russo wollen wir nicht, wir wollen zu Presley. Bist du denn für ein komischer Kauz? Bist du Presley? Ne, das ist Ox. Hallo. Hallo Sam. Gefunden, Aprikosensaft. Gehört bestimmt jemandem. Ist auch nicht Presley, oder? Nee. Können wir hier gucken, ob er hier drin ist, aber. Die Petra. Nice Herr. So, aber Presley habt ihr nicht gesehen, ne? Okay. Dann gehe ich wieder. Muss Presley finden. Will ja hier weiterkommen. Muss die Werkstatt von meinem Vater aufbauen. Presley? Nee. Können wir hier hochgucken? Da gibt es doch noch eine Etage. Oder es wird hier doch größer als gedacht, glaube ich. Gucken, ob wir hier über. Nein, darüber nicht. Über I. Irgendwie Soziales. Presley. Vorleben. Beziehungsvorteile. Wo finden wir ihn denn jetzt? Okay, das sind die ganzen Typen nur, die wir hier sehen. Ich muss das nur noch Presley zeigen. Hier ist ein Café. Albert und ein Glücksschwein. Guck mal, vielleicht ist er jetzt da. Da ist er doch. Wird ja mal Zeit, dass du hier bist, Herr Bürgermeister. Ah, excellent quality.
nice later. Gut gemacht. Du you kannst sie behalten. Ich wollte nur sehen, was du kannst. Und im zweiten Test geht es darum, bau einen Steinofen. Du hast einen wenig schwieriger. Du wirst dafür die Montagestation in deinem Garten benutzen müssen. Okay. If I remember correctly, your pa kept a very detailed account of the things he made. You might want to flip through his workshop handbook and see if you can find a diagram for the stone furnace. Once you have a diagram... Okay. Gehen wir hin. Boom. Buch habe ich gesehen. Das stand da, ja, glaube ich. Die Aprikosenmarmelade in der Hand. Dass wir noch Stein und Holz kriegen irgendwie. Stein haben wir hier davor, Holz liegt da auch. Und jetzt auf einmal liegt Holz da jede Menge. Zack. Okay. Hier haben wir jetzt so ein Buch. Wir hier reingucken, dann können wir hier schauen, was wir bauen können. Schleifmaschine, wir sollen diesen Steinofen bauen. So, dann können wir hier draufklicken und sehen hier, wir müssen Steine finden, müssen einen Steinhocker machen. Und jeder Baum gibt Holz und dann müssen wir, glaube ich, hier einfach Steinofen kann einfach Erz schmelzen. Naja, ich glaube, wir müssen dann hier wohnen. So. Von daher mal schauen, ob wir hier diesen... Genau, den können wir schon bauen. Das war 6 Stück, das brauchen wir gar nicht. So. Haben wir auch noch 5 Holz. Müssen da 2 Steinhocker rein? Nö. Da ist drin noch 10 Holztröge. Okay, 10 mal Holz müssen wir noch erholen. Das heißt, wir werden noch einmal einen Baum hauen müssen. Ich weiß nicht, ob wir den auch hauen können. Holz, okay. Level up auf jeden Fall. 3 mal Holz. Ich glaube, das reicht schon. Ja, 7 und 3 macht 10. Und halt. Noch einmal 10 Holz. Können wir hier, glaube ich, hier oben stehen lassen, oder? Wo will ich denn hier hin? So. Wird ganz gut da, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, wir nehmen den mal mit. Wieder aufgenommen. Dann rennen wir mal zu ihm hin. Er ist so ein bisschen Crafting jetzt. Erstmal, bevor wir die Farm jetzt bauen.
Handwerksprüfung 2. Ich hoffe, der hat es jetzt auch mal hier, ne? Da ist er noch, zum Glück. Great job! Ich habe bestanden. This is your builder license. Congratulations! Schweinebacke! Jetzt haben wir eine Lizenz. Registered. After which you come back and talk with me after you register. Was? Beim Bürgermeister registrieren, okay. Ich dachte, ich bin ja beim Bürgermeister. Die Aufträge, okay. Beim Bürgermeister registrieren. Apartment. Ja. Government, ja. Da ist er. Hallo, Mr. Galle. Einmal registrieren, bitte. Welcome, welcome. Willkommen, willkommen, Steffen. Ich bin Galle, der Bürgermeister dieser Stadt. Es ist wirklich wundervoll zu sehen, wie schön junge Leute an der Telise unserer Gesellschaft beteiligen. I'm here to register my workshop. Very well. What is the name of your workshop? Nee, geht nicht. Münsterland. Bestätigen. Münsterland, Steffen. Geburtstag unbekannt. Sehr gut. Bestätigen. Bin gefunden worden. Nice name. There. Your registration is complete. Thank you. Also, we're going to have a fireside town meeting once in a while. They'll be announced through the mail. Try to make them if you can. You don't want me being the only one there. I will cover town. Okay. Also irgendeine Versammlung, da sollen wir mal erscheinen. Ach komm, auf hier. Ich hoffe, dass wir auch eine Kiste irgendwann kriegen. Ich habe schon ziemlich viel gesammelt. Ich glaube, ich bin fast voll. Jetzt rennen wir erstmal wieder zurück. Der Hannes hier. Der will ja nochmal mich sehen. Workshop! Nummer 30 Punkte. You're now a bona fide workshop owner. Your pa would have been so proud. Let me explain some of the processes for our trade. Here at the Porsche office, we post workshop commissions every day on the board. Based on the speed and quality of the results, we make a ranking of the workshops every week listed on the wall behind me. Okay. There are other workshops in Porsche? Oh yes. Adding yours, there will be 5 workshops in our jurisdiction. Besides the ranking list, you also have a workshop rating, which is listed on your license. The higher your rating, the higher quality the commissions you can get. But don't. Once you're done with your orders, you can pick up the commission fee from Antoine if it's from the guild or the respective person who commissioned you. Builders make most of their money from doing commissions through the Commerce Guild. But some just build items and sell directly to the market. That's fairly lucrative as well. Anyway, since this is your first commission, I've kept one just for you. Oh, wir haben erst einen Auftrag. Playing favorites, are we? Higgins, you already took one today. There are never too many commissions. Good day. That runt. He's the owner of the current number one workshop. Brilliant businessman, but I don't like the way he does things. Well, I'm sorry. That was our last one today. Hey, Prez, I got a job for you. Or not. What is it, Arlo? Hallo, hallo. We're looking to build a bridge to Amber Island. Zur Bernsteininsel bauen. So the mayor finally put up the money. Well, young here is up for the challenge. Yeah, he figured that place could be a real tourist attraction with the haunted cave and all. Check your pa's workshop handbook to see if he has a bridge diagram in there. I remember he built a bunch. If it's there, use it at your assembly station. After you're done with the bridge pieces, you need to go to the designated spot and assemble the bridge. Also, and this is important, for a project as big as a bridge, you need to dive into the abandoned ruins to gather materials. We have one such ruin in Porsche. It's located at the bottom of the Temple Tower. Temple Turm, okay. Okay. Machen wir. Halt.
So. Gehen wir mal zum Tempelturm. Hier hochgehen, glaube ich. Hier. Da gibt Abkürzung. Drin. Was ist das denn? Galle. You should get to know some of the people living in this town for your own. Yeah. Mal schauen, ob wir eine Map haben. Dass wir dann auf der Map schauen können. Ah, hier geht es schon los. Verlassene Ruine. Da müssen wir jetzt hin. Ist doch schon Nacht. Hallo, hallo, danke für den Auftrag. Da ist es. Hey there, first time ruin diving? Yep. Alrighty, let me explain then. All the ruins in the Alliance of Free Cities are regulated by the Civil Corps. To enter the ruins, you'll need to pay a maintenance fee. Okay. When you enter, I'll give you the jetpack and scanner. Very handy ancient relics. Mine info resources becomes a lot easier when you have these equipped. When you come out, we'll need them back since they're very rare. This one beside me is an abandoned ruin. No monsters or robots in there, just resources and relics like power stones. Anything you find in the ruins are yours to keep, unless they're ancient weapons. Then we're supposed to hand them over to the church for destruction. Okay. Okay, I'm done. Have fun and be safe in there. Ich bin mal gespannt. So, ja. Okay. Dann schauen wir weiter. Wie geht's weiter? Sagen wir gehen erstmal zurück zum unserem ja unserer Werkstatt, ne? Hallo Muckibau. Welcome, smallish builder. I sell furniture here in my store. So if you ever have any need for manly decor, and since I'm so manly. Okay. Gut, dass du so männlich bist. So, ich denke mal, ja, schlafen müssen wir gerade nicht. Schauen wir mal, ob wir hier so einen Brückenbauteil haben. Da. Brauchen wir ja einiges für, ne? Kupferrohr. Das heißt, wir müssen Hartholz zur Holzdielen machen. Und Kupferbachen. Kupfererze zu Kupferbachen. Gucken, ob wir das schon können hier. Oh. Ob wir
aber schon Kupferbarren machen können. Ah. Auf jeden Fall Holz auftanken. Okay. Fertigen. Mal gucken, jetzt sollen wir schon mal zwei Stück machen, glaube ich. So. Derzeit können wir schon mal Holz besorgen. Machen wir mit der Lizenz. Können wir die irgendwann an die Wand hängen? So, da hängt sie. Unser ganzer Stolz. Klappt eigentlich ganz gut, das Holzhacken hier. Ach, brauche eine bessere Axt für das andere. Okay. Aber ich brauche auch Hartholz, das wundert mich jetzt gerade. Das Hartholz dann, das Hartholz selber. Ich bekomme ja nur normales Holz. Wahrscheinlich kriege ich das von den anderen Bäumen. Mal schauen. Ich habe ja jetzt auch noch die Spitzhacke, da können wir hier noch mal ein bisschen Kupfer holen. Okay, brauche eine bessere Spitzhacke. Kann ich wahrscheinlich dann aus bessere Spitzhacke. Wahrscheinlich aus den Schmelzöfen holen. Mal schauen, läuft. So, Bronze, Stein, Glas, Holz, Holzkohle, ne. Glas abbrechen, so. Nein. Okay. Spitzhacke. Bronzespitzhacke, okay. Doch die bessere dann, die Bronzespitzhacke. Bronzeaxt. Besserungsset und wir brauchen Wachen. Okay. Working. Brauchen wir nochmal Kupfererz und Zinkerz. Okay. Hier Holz. Können wir hier noch was anderes herstellen? Nur Holzdinger. Und hier noch nix. Okay. Brückenkopf platzieren, zwei Stück und zwei Brücken, ein Brückenkorb. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Weil die Punkte sind um. Und ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst gerne einen Daumen da und wir sehen uns morgen wieder.